Lande sagt man Stellvertreter heute, Hofer, Strache, alle dabei bei dem Wahlauftakt. Was sagen Sie dazu? Na, ich bin begeistert von den Reden. Mir gefällt die Stimmung insgesamt und man kann erkennen, dass unser Wahlkampfstart etwas später ist, aber desto später, desto besser. Das heißt, wir haben nicht angefangen vor 2 Monaten, sondern jetzt und es kompensiert sich und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir zulegen werden. Bei den anderen Parteien haben wir schon gesehen, dass die nehmen die Themen von der FPÖ. Wie wollen Sie sie zeigen, dass sind Sie besser da? Na, ich glaube, dass die Bevölkerung das erkennen wird. Die Bevölkerung erkennt, dass das freiheitliche Themenlandschaft ist. Ich bin überzeugt davon, dass auch alle wissen, dass Sebastian Kurz schon 7 Jahre in der Regierung ist und es sich dort nichts geändert hat. Also warum soll sich dann die nächsten 5 Jahre etwas ändern? Man wird freiheitlich wählen. Und eine Frage, was nicht Burgenland angeht, in Wien wird große Mauer gebaut. Ja, unglaublich. Also man schützt sich jetzt schon im Bundeskanzleramt mit einer Mauer. Also sowas habe ich noch gar nicht gehört. Unglaublich.